Beim Anblick dieser Sportlerin ärgert man sich fast, dass die 100 Meter so kurz sind. Neben Vanessa Lowe waren beim ersten integrativen Leichtathletik-Sportfest des TSV Bayer 04 auch andere Leverkusener erfolgreich am Start. Ja, ich bin heute sehr zufrieden. Also, ja, ich hätte es nicht gedacht. Also bei 100 Meter war ich sehr überrascht, neue Bestzeit gelaufen. Auch im Weitsprung. Ich bin diesmal aus dem verkürzten Anlauf gesprungen, aus der Hälfte, aus 9 Schritten. Und ja, mit 6,62 Meter bin ich sehr, sehr zufrieden. Unsere Girls beim Viertelfinale der U25 Rollstuhl-Basketball-WM in Kanada. Annabelle Breuer, Mareike Adermann und der Rest der Mannschaft gaben alles gegen das Team aus Großbritannien. Doch die Mädels von der Insel setzten sich im letzten Viertel mit 56-38 durch. Was bleibt, ist die Frage, warum die deutsche Flagge rot ist. Geduldig warten die Schuhe auf ihre Härchen, während diese in der Hamburger Binnenalster schwimmen. Beim Laufen und Radfahren wurden aber alle wieder vereint und freuten sich mit den erfolgreichsten Handicap-Sportlern des Hamburger Triathlons. Martin Schulz, Jörg Walden und Sebastian Averisch. Irgendwo hier im Bild. Making History. Oskar Pistorius läuft olympische Qualifikationszeit. Fechten. EM-Bronze für Simone Brise-Bettke. Event-Tipp. Paratriathlon World Cup Series in London. We like Lady Gagas Show im Rollstuhl. And what about you?